Hier war ich noch nicht, oder? Wo komme ich jetzt her? Ah, hierhin. Gut. Ich kam doch mit der Lore an, richtig. Und dann laufe ich wieder in den Raum, in dem ich die ganze Zeit drin war. Aus irgendeinem Grund, nein. Nicht wieder in diesen einen Raum reinlaufen. Ich weiß Bescheid, wo ich hin muss. Oh nein! Oh, ist das gemein? Ich brauche eine Vase noch. Mensch. So hier? Ja. Erstmal die Gegner weg, die stören sonst nur. Du stehst da oben zwar eh außerhalb, aber du könntest mich später ja nerven. Und ich habe schon gesehen, jetzt steht die Vase im Weg. Ich muss doch extra dahin jumpen. Noch kapiere ich alles, was zu tun ist. Klappt. Noch ein Schlüssel, den habe ich ja. Aber was ist hier noch? Oh! Auswahl. Ah, hier ist der nächste Schlüssel. Und das sieht kompliziert aus. Das sieht super kompliziert aus. Ich muss das mit den Statuen nachbauen, oder? Statuen, so klingt ein bisschen doof. Ah, das. Oh, kann ich noch gar nicht verschieben? Kann das Gelbe noch nicht verschieben, ne? Oh, vielleicht kann man nur die Farbe verschieben, die gerade. Ich verstehe, ich hab's kapiert. Ich kann nur die Farbe verschieben, die gerade unterhalb der Fackel angezeigt wird. Ja, geht noch, geht auf jeden Fall noch. Nee, lieber so runter. Dann kann ich die obere nämlich da hinsetzen. Dann machen wir mal blau. Das ist jetzt ein bisschen mit Denken hier verbunden. Hey. Erstmal ein bisschen auseinanderschieben, dass ich den Überblick habe. Dann will ich doch erstmal gelb aus dem Weg haben wollen. Was? Ja, jo. Gelb erstmal weg hier. Na, wobei, ich könnte die jetzt schon in die Mitte setzen und alles andere dran. Oder dann haben wir es doch. Ja, das sieht gut aus. Blau und dann nur noch in diese Zwischenfelder hier. Dann sollte das durch sein. First try! Ich habe mich nicht dumm verschoben. Das ist schon mal ein Riesenerfolg in dem Dungeon. Geilo. Ich hatte gerade wirklich, warum auch immer, für eine Millisekunde Angst, dass ich Rot und Blau vertauscht habe von den Positionen. Sowas kann mir passieren. Aber zum Glück ist es nicht passiert. Oh? Ah! Die Dinger, daran erinnere ich mich auch. Die tarnen sich jedes Mal. Man muss die Farbe wechseln, um zu erkennen, wo sie gerade sind. Oh. Das ist lustig. Oh, der braucht mehr Treffer noch. Wo seid ihr denn? Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Oh, oder die brauchen mehr Treffer, wenn sie in der Farbe sind, die gerade der Boden hat. Ja, wenn die eine andere Farbe haben, dann sind die mit einem Hit zu erledigen, aber sonst nicht. Oder sind die sogar vielleicht unkillbar dann? Könnt ihr mir auch vorstellen. Die kann man gar nicht killen, wenn sie in derselben Farbe sind. Es dauert ein bisschen, aber hey, ich komme zum Ziel. Der große Schlüssel. Schön. Du machst mir auch keine Probleme. Dann geht der Dungeon ja rucki zucki hier. Für den zweiten in Seasons habe ich länger gebraucht, aber noch bin ich nicht durch. Guck mal, da ist tatsächlich schon die Boss-Tür. Ja, ich muss irgendwo stehen, wo ich die Sonne nicht. Ja, hier sind auch noch zwei drin. Ja, geil. Richtig cool. Jetzt will ich nochmal mein Herz haben. Was soll das denn? Gib mal Herz. Nein. Das ist jetzt doof. Ich will doch mal Herzen haben. Also eins. Ja, das ist egal, komm. Die Fledermäuse, vielleicht holen die mir nochmal eins. Die haben ja so viele gehabt. Gib mal Herzen, ich will volle 5 Herzen haben. Oh, na klar! Ach komm, ich geh jetzt einfach rein, mir scheißegal. Ach guck mal, ist noch gar nicht. Ist ja eh noch nicht. Oh, da war eine Fee, siehst du mal. Und ich krieg jetzt von der Eule sicherlich einen Tipp, wie man den Boss besiegen kann. Her damit.
Das rote Antlitz fürchtet Rauch und Donner. Okay, ich kann mir vorstellen, was mit gemeint ist. Dann mache ich kurz ein Save State. Nicht etwa, weil ich den Boss danach so wiederholen möchte, sondern weil ich gucken möchte, ob ich alles habe in dem Dungeon. Und ich habe alles. Hey, es ist nicht mal abgestürzt. Also mit Rauch und Donner sind bestimmt Bomben gemeint. Oh ja, ich erinnere mich sogar an diesen Boss. Kaum sehe ich ihn, weiß ich, was ich tun muss. Ich muss die Bomben, aber ich hätte es auch so verstanden. Es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht so verstanden hätte. Aber ich muss da rein. Oh, Kacke. Ja, geil, doch. Ich muss da reinwerfen. Okay, ich muss ja mal gucken, wie ich es am besten mache mit der Steuerung. Wenn der gerade rot ist. Oh, das wird nicht so einfach. Das wird überhaupt nicht einfach. Da muss ich erstmal die Steuerung richtig haben. Werfen, werfen, werfen. Ich krieg's nicht mehr hin, eine Bombe unter reinzuwerfen in das Ding. Wow. Ich krieg's nicht mehr hin, eine Bombe da reinzuwerfen. Ich bin super. Und die Bomben explodieren ja auch schon nach einer gewissen Zeit von selbst. Ich habe den Ring nicht, dass die nicht detonieren in meinen Händen. Ja, Leute, ich krieg die Steuerung nicht mehr hin. Ich bin jetzt in dem Ding da drin. Wahnsinn. Ich sterbe, ohne auch nur einmal getroffen zu haben. Weil ich es nicht hinbekomme. Ich bin zu doof für die Steuerung. Wahnsinn. Das wird eine Katastrophe. Das wird eine richtig schöne Katastrophe, dieser Boss. Weil ich zu doof dafür bin. Herrlich. Wie komme ich jetzt dahin? Ich habe nicht mal, ich weiß den Weg nicht. Okay, Leute. Ich weiß nicht, wie ich zu dem Boss wieder hinkomme auf die Schnelle. Das ist jetzt auch scheiße. Ich habe das Gefühl, es bringt mir nichts, das so zu machen. Jetzt jedes Mal. Scheiße, ey. Ja, ey, Leute, ich will jetzt den Safe State einfach da. Was soll ich da jetzt machen? Ich gucke mir jetzt den Weg an, zumindest. Ich gucke mir jetzt rückwärts den Weg an, wie man zu dem Boss kommt, weil ich keine Ahnung habe. Und abgesehen davon könnte man ja auch regulär im Spiel an der Stelle speichern und weitermachen, oder? Nee, glaube nicht. Ich glaube, dann wird man trotzdem zum Dungeon-Eingang gebracht. Ja, guckt euch doch mal den Weg an. Guckt euch mal an, wie lang der Weg ist, bis man zu dem Boss wiederkommt. Man müsste das alles nochmal, man müsste sogar die Vasen da wieder draufsetzen. Ey, nee, komm. Komm. Ich habe jetzt, glaube ich, in etwa die Zeit gebraucht, die ich normal bis dahin laufen würde. Seht mir bitte nach, dass ich das jetzt erstmal so mache, ja? Ich weiß, Timo wird wieder sagen, Betrüger, Betrüger, ist mir scheißegal. Ist einfach nur Zeitersparnis. Abgesehen davon kriege ich den Boss sowieso nicht hin gerade. Ich hab mal reingetroffen. Aber sicherlich nicht, als er rot war. Nein, habe ich nicht. Ah, cool, es ist da auch noch schwieriger geworden, oder? Nee, es ist wieder weg. Leute, das wird absolut. Okay, ich weiß jetzt, ich kann so runterwerfen, aber das kriege ich ja trotzdem nicht richtig abgepasst, dass er rot wird dabei. Oh mein Gott, ist das eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, dieser Fight. Ich möchte nochmal anmerken, dass meine Aussage war, Zelda Oracle of Ages ist der rätsellastige Teil und nicht der Action- und Kampflastige. Und jetzt habe ich so einen Boss hier, bei dem ich genau richtig treffen muss. Warte, ich muss ja einfach mal gucken. Jetzt, ja, ich muss mir die Farbreihenfolge merken. Ich glaube nach Lila. Nach Lila kommt Rot. Und das muss ich mir merken, wenn ich auf den Plattformen bin. Ich muss dazu lernen. Jetzt, ja, jetzt hätte ich runterwerfen müssen. Jetzt kommt aber komischerweise so eine Scheiße raus. Plötzlich kommen einfach Feuerbälle aus ihm raus. Jetzt, wo ich das Timing. Oh Gott, Leute, das ist katastrophal. Es ist wirklich katastrophal gerade in dieser Fight. Ich schaff's, glaube ich, nicht. Ich habe null Treffer bisher. Das ist mein zweiter Versuch. Ich habe weiterhin null Treffer. Ich bin schon fast wieder tot. Ja, nee, passt nicht. Also mit dem Vieh habe ich mal ordentlich Probleme. Mit dem habe ich mal richtig Probleme, ey. Ja. Komm, kill mich. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Das hat keinen Sinn. Alright.
Der wird eine richtig, der wird richtig lange dauern. Der wird mal richtig lange dauern, dieser Kampf. Cool. Ja, ich sterbe schon, bevor ich wohl ankomme. Es ist nicht zu fassen. Ich weiß nicht mal, wie der Weg ist. Ich habe keine Ahnung, wie der Weg ist. Der Dungeon war bis dahin so spaßig. Und jetzt, ich finde die Lore nicht. Komm. Leute, nee. Ich werde immer von hier an das machen, weil der Boss sowieso viel zu hart ist für mich. Ich werde eh eine ganze Folge dafür brauchen. Mindestens eine ganze Folge. Weil ich es nicht hinbekomme, den zu machen. Und dann noch den ganzen Weg beim Dungeon zu laufen? Nee, bestimmt nicht. Leute, ich glaub das nicht, ey. Ich muss das Timing besser raus, dann wann springe ich auf die Plattform? Wenn er lila ist, dann reicht es nicht aus, dann schaffe ich es nicht. Ich muss auf der Plattform, wenn dann grün oder blau ist, dann habe ich das beste Timing. Nee, das ist Kacke. Kann ich so? Muss ich vielleicht die Plattform. Warte mal. Nein, das passt nicht. Ich dachte. Oh mein Gott, yes, man kann ihn einfach von hier treffen. Ich muss gar nicht auf die Plattform drauf. Das macht es einfacher. Das macht es einfacher. Ich muss nicht zwingend auf die Plattform drauf. Ich kann von da oben werfen. Das ist schon mal super. Jetzt ist die auf die Kante geflogen. Aber ich habe zumindest schon mal ein bisschen mehr raus, wie ich den angehen möchte. Scheiße, ich fall doch nicht runter, du Depp. Ja, also hier werde ich meine volle Konzentration brauchen bei dem Gegner. Ich habe schon wieder nicht in Rot getroffen. Ich habe wieder nicht in Rot getroffen. Es ist mein dritter Versuch, ich habe null Treffer. Ich stelle mich wirklich komplett scheiße an bei dem Boss. Aber definitiv, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht mehr hin zu werfen. Ich kann die Bomben nicht werfen. Mann, Alter. Ich kann's nicht. Ich kann das nicht. Zu. Ich kann diesen Kampf nicht. Zu früh geworfen, zu früh geworfen. Jetzt kommt irgendwie. Ja, jetzt kommt sowas runter, das ist am schlimmsten. Ja, das war rot und das muss rot gewesen sein. Das muss rot gewesen sein. Finally! Ein Treffer. Ich habe einen Treffer. Und jetzt dreht sich das schneller. Jetzt dreht sich schneller. Ich kann nicht mehr, ey. Ich habe keine Bomben mehr. Jetzt muss ich warten, bis der mir hier Bomben hinterlässt. Jetzt muss ich ernsthaft warten, bis der mir hier Bomben hinterlässt. Ja, da. Ich hab. Wow. Ihr spuckt mir vier Bomben aus. Nur nicht zu viele auf einmal, bitte. So falsch. Okay. Also, man kann nicht wirklich getroffen werden von dem, wenn man das so macht. Das ist schon mal gut zu wissen. Das dürfte rot gewesen sein. Das dürfte rot gewesen sein. Yes! Ich hoffe, das reicht mit drei Treffern. Nein, Lila, zu früh. Und jetzt werden wir diese Feuerbälle runterkommen. Sehr freundlich, 8 Bomben. Ja, super. Krieg's nicht hin.
Aber ich feiere, dass ich diese Plattform einfach gar nicht brauche. Ich kann das die ganze Zeit so machen. Ich bin so scheiße. Ich hab nicht mal geguckt, wie das Timing sein könnte. Ich schmeiß einfach nur, ey. Ey, jeder, der diese Folge guckt, denkt sich, was ist das für ein Vollidiot. Aber Mann, ich krieg's einfach nicht besser hin. Ich krieg das nicht besser hin. Ja, noch nach Blau würde ich werfen, oder? So ungefähr. Nein! Das war die Kante! Das war die Kante. Oh Mann! Alter, diese Folge, ey. Hier hoch kommt er jetzt zum Glück nicht. Das war rot, ich glaube, das war rot. Ich glaube, das war rot. Na, ich brauche mehr Treffer. Ist das denn die Möglichkeit? Ist das die Möglichkeit? Das war nicht. Oh, oh, herrlich! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin so tot. Er kann also tatsächlich, wenn er in der späteren Phase ist, die Kugeln auch so bewegen. Ich bin so am Arsch.